XXL Info Kompakt. Willkommen am Mikrofon, Andreas Klamm. Traumhochzeit in London. In London haben sich am Freitag um 12.16 Uhr Prinz William und seine Verlobte Kate Middleton das Jawort gegeben. Die Trauungszeremonie wurde in der Westminster Abbey in London gehalten. Bis zu 2 Milliarden Menschen in der Welt sahen und hörten die Übertragungen der Hochzeitsfeier in Fernseh- und Radioprogrammen. Die jetzt neue Prinzessin Kate trug in ihrem langen und offenen Haar ein Cartier-Diadem aus dem Jahr 1936. Die Queen hat das Diadem als Leihgabe für den schönsten Tag des jungvermählten Paares zur Verfügung gegeben. Prinz William nahm Kate mit den Worten: "Mit diesem Ring nehme ich dich zur Frau, mit meinem Körper ehre ich dich und teile all meinen weltlichen Besitz mit dir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen." Zur Frau. Der frisch verheiratete Prinz trug zur Hochzeitsfeier eine rote Paradeuniform der Irish Guard mit einer himmelsblauen Schärpe. Bis zu 1900 Gäste wurden in die Westminster Abbey zur Hochzeitsfeier geladen. Nach der Trauung in der Kirche fuhr das frisch vermählte Ehepaar in einer offenen Kutsche über die Prachtstraße The Mall zum Buckingham Palace. Die Redaktion wünscht dem jung verheirateten königlichen Ehepaar für die Zukunft nur das Beste. Das war XXL Info Kompakt, Radio- und Fernsehmagazin seit 2000 mit einer Sonderausgabe zur Trauung von Prinz William und seiner Ehefrau Kate in London. XXL Info Kompakt, Radio- und Fernsehmagazin ist eine Produktion von Radio TV IBS Liberty und Andreas Klamm, Journalist. Postfach 1113 D67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 817 2114. Weitere Informationen sind im Internet bei www.radio-tv-info zu finden.